Es gibt eine Zeit nach Minecraft und diese Zeit heißt Minetest. Im Grunde genommen ist Minetest mehr oder weniger dasselbe wie Minecraft. Gibt ein paar mehr Extrasachen, ein paar mehr Zusatzsachen, die das Spiel insgesamt ein bisschen interessanter machen. Vor allen Dingen gibt es eine vollfertige, ausgereifte Modding-API. Und diese nutze ich hier auch. Ich habe alles Relevante dazu in der Beschreibung verlinkt. Wollte einfach nur mal eine kleine Testaufnahme laufen lassen. Hab schon mal ein bisschen vorgebaut und bin jetzt gerade dabei. Achtung. Zack. Ja, es sind so ein paar Bugs, die sind noch drin. Bin jetzt gerade dabei, so ein bisschen mal so ein Haus zu bauen. Einfach mal, um zu gucken, wie das von der Performance her läuft, wie das vom Spiel insgesamt herläuft und bin da bisher eigentlich sehr angenehm überrascht. Es läuft sehr gut. Aufnehmen läuft auch sehr gut. Zumindest jetzt gerade in der Aufnahme läuft es flüssig. Flüssiger als Minecraft übrigens. Das ist aber auch nicht wirklich schwer. Bin mal gespannt, wie das nachher mit dem Rendern aussieht. Aus irgendwelchen Gründen übersteuert das Audio neuerdings bei mir immer so extrem. Ich hoffe, das ist nachher in der Bearbeitung nicht so ganz schlimm zu hören. Aber die Ausschläge hier, das ist alles relativ rot. Ja, zum Spiel selber. Das Spiel ist Open Source, steht unter der GPL, beziehungsweise genau genommen der LGPL Version 2. Ist eben kostenlos, man braucht sich da nicht zu registrieren, man lädt es einfach runter und kann loslegen. Multiplayer ist implementiert, ich habe mich da auch mal verbunden auf den Server, das funktioniert soweit auch alles. Und obwohl es Minecraft ähnlich ist, ist es doch vom insgesamten Spielverlauf her ein bisschen anders. Also man hat auch Sachen, die gecraftet werden können. Man kann Sachen anpflanzen, viele Rezepte sind identisch zu Minecraft. Im Großen und Ganzen ist es Minecraft, wie gesagt, sehr ähnlich. Im Detail unterscheidet es sich natürlich dann doch. Vor allen Dingen die ganzen Möglichkeiten, die durch die Mods möglich sind. Da gibt es auch viele Mods. Viele Mods sind auch sehr gut und ausgereift. Kurz zum Inventar, das gehört zu einem Mod. Das Crafting-Feld ist standardmäßig im Inventar und die Hotbar ist oben anstatt unten. In dem Fall ist sie hier unten. Ja, ich glaube, man sieht den Mauszeiger nicht. In dem Fall. Man sieht das hervorgehoben. Also hier unten ist das Inventar und hier oben ist die Hotbar. Das ist so der einzige Unterschied. Die Hotbar ist jetzt doppelt. Durch den Mod, den ich benutze, wird die Hotbar quasi verdoppelt. Das heißt, da passt unten in die Leiste einfach ein bisschen mehr rein. Schraubendreher zum Beispiel finde ich so ein ganz cooles Tool eigentlich. Na? Jetzt ist er hin übrigens. Der Block, an dem ich das zeigen wollte, da ging das jetzt natürlich nicht. So, kurz mal ein bisschen neuen Schraubendreher machen. Kann ich den dann auch nochmal zeigen. Also der Schraubendreher macht es möglich, dass damit Blöcke gedreht werden. Ich gehe jetzt mal hier zu der Säge, da kann man das glaube ich am besten sehen. Ja, erstmal aktivieren. Jetzt hat er den Modus 2 und dann man sieht es, also es wird gedreht. Gibt es noch einen weiteren Modus, da kann man das dann so drehen. Noch ein Modus, da kann man das dann wieder richtig rumdrehen. Also man hat viele Möglichkeiten, Blöcke zu verdrehen und zu rotieren und alles Mögliche damit zu machen. Habe ich hier auch angewendet. Das sind einfach nur Slabs, die habe ich an die Wand gesetzt und dann gedreht. Dass hier so ein bisschen hervorgehen, so ein 3D-Effekt. Gibt es hier diese kleinen Blöcke. Ich habe hier im Inventar von diese Stone Brick Panels, wenn man die setzt. Zack, sind das so einfache Dinge und die kann man natürlich dann auch mit dem Schraubendreher sich ausrichten, wie man möchte. So. Na.
da habe ich dann eben, wie gesagt, schon mal so ein bisschen hier gebaut und ein bisschen ausprobiert. Ist jetzt kein Meisterwerk. Ich bin da leider nicht so der ganz große kreative Bauer. So. Aber zum Testen ist es, glaube ich, ganz in Ordnung gewesen. Einfach mal um zu probieren, was man machen kann. Und, ja. Mach hier einfach mal ein bisschen weiter. Will auch ein bisschen was zum Testen haben. Na, für die Aufnahme. Na, jetzt ist es richtig. Also man sieht, so ein bisschen buggy ist es noch, ein bisschen laggy ist es teilweise dann. Ich hoffe, das wird irgendwann dann doch nochmal gefixt, dass es da so ein bisschen flüssiger läuft. Aber es ist eben kostenlos, es arbeiten keine bezahlten Entwickler dran und so leid es mir tut, es zu sagen, man sieht auch, dass keine bezahlten Entwickler dran sitzen. Ganz einfach haben die Entwickler, die das Spiel entwickeln, einfach weniger Zeit, deswegen ist es eben nicht so ausgereift wie Minecraft. Es ist halt einfach so, da braucht man auch nicht schön reden, muss es aber auch nicht schlecht reden, es ist ja nichts Schlimmes. Und eben, wie gesagt, dafür, dass es von freien Entwicklern gemacht wird in ihrer Freizeit, ist es ein sehr gutes Spiel. So, hier geht's weiter. Und da ja nun Minecraft aus bekannten Gründen nicht mehr mein Spiel der ersten Wahl ist, habe ich mich eben dazu entschlossen, auf meinen Test umzusteigen. Eben, wie gesagt, die ganzen Dinge, die möglich sind, die ganzen Vorteile, die das Spiel mit sich bringt. Und vor allen Dingen ist es eben ein freies Spiel. Also man kann hier letztendlich machen, was man möchte. Das machen eben auch viele. Bei der Gelegenheit kann ich mal eben... Na, jetzt werde ich eh gleich sterben. Mache ich dann gleich. Ach, ich kann es jetzt leider nicht zeigen, aber... unten in der Hotbar, die Markierung kann man ja sehen. Da, wo es jetzt hin und her hüpft. Direkt da drüber, dieser Balken. Und da drüber ist ein kleiner Apfel, der jetzt gerade ein Stückchen kleiner geworden ist. Und hier oben drüber dieses kleine Trinkglas. Das kommt von einem Mod und... ja, es ist quasi Hunger und Durst. Und wenn der aufgebraucht ist, dann ist irgendwann Exitus. Da ich bisher noch nur am Bauen bin, oder generell einfach nur so ein bisschen am Rumprobieren bin, ignoriere ich das momentan noch so ein bisschen. Langfristig ist es natürlich ganz schön, irgendwie eine Möglichkeit zu haben, was zu trinken, was zu essen. Das kann man sich natürlich anbauen. In der Küche kann man sich dann... Entschuldigung, musste gerade mal ein bisschen räuspern. Hab das mal stumm geschaltet. In der Küche kann man sich dann quasi ein Küchenwasserbecken hinbauen, wo man dann mit einem Trinkglas Getränke dann rausnehmen kann, beziehungsweise Wasser rausnehmen kann. Und damit dann eben nicht verdursten muss. Und Lebensmittel, da gibt's Äpfel. Gibt bestimmt auch noch mehr, aber das Spiel ist noch neu für mich. Also bitte nicht schlagen, wenn ich da irgendwelchen Käse erzähle jetzt. Ich habe bisher nur Äpfel gefunden, die man essen kann. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Im Inventar sieht man unten ein. Was soll's? Machen wir alles, brauche ich eh. Was man auch sehen kann, Stacks gehen höher als 64. Stacks gehen hier in meinem Test bis 99. Und das ist doch ein bisschen schöner, weil man ein bisschen mehr Platz dann hat nachher. So. Jetzt geht's los, also man hört's vielleicht so ein bisschen im Hintergrund, so ein bisschen Wagen grummeln und eben der Schadenseffekt. Ich mach das jetzt mal ein bisschen schneller hier, das dauert immer eine ganze Weile. Jetzt komme ich hier natürlich nicht mehr hoch. Jetzt habe ich eigentlich keine Schaufel mehr. So, man sieht's auch, die Rezepte sind identisch an vielen Stellen. So. Ich bin jetzt gleich hin. Aber das ist nicht weiter tragisch. Was man hier mitmachen kann, keine Ahnung. Irgendwelche Münzen. Und was man auch sieht, wenn ich jetzt was reintue. Es braucht halt leider immer eine Weile. Das ist so ein Nachteil noch von dem Spiel. Ich hoffe, das wird dann doch noch irgendwann mal ein bisschen in Ordnung gebracht. So.
Treppe ran. Treppe ran. Habe ich von den Kleinen noch welche? Nein. So, erstmal wieder ein paar Steine machen. Wie war das jetzt? Genau, so war das. Ja, diese kleinen Steine kommen durch eine Mod. Das heißt, die sind so im Spiel nicht drin. Wie gesagt, alles für, was da irgendwie relevant ist, habe ich unten verlinkt. Na, jetzt ist er doch richtig. Habe ich unten verlinkt, also da ist alles an Infos drin. Was mache ich denn hier? Da setze ich so einen rein. So, zur Säge. Wenn man hier in den Input einen reinsetzt, sieht man, was man alles machen kann mit den einzelnen Steinen. Treppen sind hier extra Features durch eine Mod. Jetzt bin ich hin. So. Eben mal wieder zum Home teleportieren. Also wie gesagt, extra Features sind durch die Mod gekommen. Und Treppen, diese Ecktreppen in dem Fall oder diese Ecktreppen in dem Fall oder diese ganzen anderen Dinge sind alles extra Features. Ich brauche jetzt mal diese hier. So, dann ziehe ich mir erstmal meine Rüstung wieder an. So. Da ist es egal, in welcher Reihenfolge man das reinsetzt. Das ist halt einfach alles nur rein. Hier oben der eine Slot ist über. Ich weiß nicht, wozu der ist. Ob man den irgendwie nutzen kann. Keine Ahnung. So. Und das Ding kommt hier oben rein. So, passt dann auch schon. Ja, wunderbar. So, also man sieht, wo es hingeht mit dem Design. Wie gesagt, das ist jetzt noch nichts Besonderes. Das ist einfach nur so ein bisschen rumprobieren. Hier kommen nachher noch Glasscheiben rein, dass es ein bisschen schöner aussieht. Und dann passt das dann auch. Jetzt wollte ich mal eben kurz hingehen. Und ich tauche jetzt hier kein Monster auf. Ja. Hier. Da hinten ist auch noch eine. Ah, ist natürlich genau über dem Abgrund, das ist doof. Ich denke, wer im Internet unterwegs ist, kennt diese Viecher hier. Also, das ist tatsächlich im Spiel so auch drin. So zwei, drei Sachen, die im Spiel drin sind, durch die Entwickler reingebracht, die dann doch so ein bisschen lustig sind. Da gibt es noch einen, so einen anderen Blog, da gibt es eine nette Beschreibung im Wiki zu. Ich verlinke das jetzt auch mal unten soweit alles und ja, also es ist halt aufgrund der Natur dieses Spieles sind halt Dinge drin, die man in kommerziellen Spielen nicht unbedingt immer findet. Von daher auch noch ein Pluspunkt für meinen Test, sag ich mal. Jetzt habe ich eigentlich keine Fackeln mehr. Das ist doch doof. So, ich schaue auch immer mal parallel so ein bisschen hin. Also FPS sind immer drüber, das ist gut. Hier ist auch... Ups, ne. Hier. Naja gut, warum auch immer das jetzt nicht limitiert ist. Ich habe im Aufnahmeprogramm eingestellt, dass es limitiert werden soll auf 30 FPS. Das ist mein Test, glaube ich, so ein bisschen egal. Aber solange es über 30 FPS ist, ist es in Ordnung, weil das Aufnahmeprogramm nimmt nur 30 FPS auch auf. Von daher ist alles im grünen Bereich und es sollte flüssiger laufen als Minecraft. Oh. So, das ist das, das war das, das war das zum Testen da. Da hinten ist wie gesagt noch einer. Was hatte ich denn jetzt eigentlich vor? Ach ja, ich wollte Fackeln. So. So. Zack, zack. Ja, die ganzen Shortcuts hier mit Shift drücken und so gibt's natürlich noch nicht. Oder was heißt natürlich noch nicht? Gibt's halt einfach nicht im Spiel zum jetzigen Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob das irgendwann noch kommen soll oder nicht kommen soll. Aber man gewöhnt sich relativ schnell dran und von daher ist gar nicht weiter tragisch, dass es jetzt nicht drin ist. So. Ja, so ein bisschen ruckelt's dann doch ab und an mal.
Woran ich mich natürlich sofort gewöhnt habe, aufgrund des Spiels, ja, aufgrund des Zusatzspiels, das ich hier quasi eingebunden habe, ist diese größere Hotbar. Das ist ungemein praktisch. Ach. Ich kann's einfach nicht. So, so. Zack, zack, zack. Jetzt bin ich dann gleich nämlich einmal rum. So. Jetzt die untere Etage. Man sieht, das geht hier so ein bisschen hoch. Habe ich... Slabs habe ich keine, aber ich mache mal eben welche. So. Ich weiß nicht, ob das besser aussieht, wenn die hier oben rumgeht vielleicht sogar. Also man sieht, man kann sie einfach direkt so an die Wand setzen. So seitliche Slabs, etwas, das in Minecraft seit Jahren gewünscht wird. Mein Test hat es, Leute. Spielt mein Test. Wenn ihr Slabs haben wollt, die seitlich sind, gar kein Problem. Und auch noch eins in so ein Ding hin. So. Ah, super geil sieht's nicht aus, aber es geht hier nicht anders. Da geht's rum. Ich glaube, das wird gar nicht so scheiße. Jetzt kommt die nächste Ebene da oben drauf. Die... Doch, 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 doch. Bin natürlich kein Profibauer, aber hey, also es ist... Ich habe eigentlich nur irgendwas Wichtiges im Inventar. Ein paar Steine verbrennen. Ach, da habe ich noch tatsächlich auch noch Steine, sehr schön. So, ich brauche nämlich wieder Treppen. Also man sieht's von der Steuerung her, ist es tatsächlich so ein bisschen wie die Minecraft Alpha Version damals, weil einfach viele Sachen eben auf diesem Stand sind. Und von daher noch ein Pluspunkt, wer gerne die Alphas gespielt hat, ja, sieht gut aus. Wer gerne die Alphas gespielt hat, der wird damit meinen Test auch keine Probleme haben. Nee. Das ist doch nicht so geil. Mach ich gleich ordentlich. So. Da brauche ich auch wieder welche von. Die Rezepte, man gewöhnt sich relativ schnell dran. Diese Zusatzrezepte, wenn man es denn spielt. Ansonsten, wenn man ganz regulär das ganz normale Mindtest einfach nur spielt, ist tatsächlich noch ein bisschen eingeschränkter. Die Rezepte, die man von Minecraft kennt, kann man da aber ohne weiteres anwenden. Die Zusatzrezepte von den Mods, von dem Spiel, das ich da jetzt zusätzlich spiele, es ist von der Bezeichnung her, ist es so, also mein Test ist quasi so der Grundstock und die Engine und alles, was darüber hinaus dann geht, sind entweder Mods oder Spiele. Und mein Test selber ist aber auch als Spiel. Das ist von der Bezeichnung her so ein bisschen komisch. Ergibt aber letztendlich Sinn. Also wenn man immer davon ausgeht, mein Test ist die Engine. Da kann man sich so ein bisschen dran orientieren. Dann gibt es eine Standardimplementierung, die ist quasi das Spiel, Standard Mindtest-Spiel. Und das funktioniert so auch nicht. Und dieses Standard Mindtest-Spiel bietet so ein bisschen das, was die Minecraft Alpha-Version geboten haben. Und die Zusatzspiele oder eben dann als Bezeichnung Spiel, in meinem Fall jetzt ist Carbon, bietet halt eben dann weitere Funktionen, die dann dazu kommen. So. Aber das kann man auch alles im Wiki nachlesen. Ich hau einfach mal alles in die Beschreibung rein, was es da so an Infos noch zusätzlich gibt. Was ich benutze, geht's genau im Detail, wo es herkommt. Eben die entsprechenden Forenposts, die entsprechenden Wiki-Beiträge, dass man so ein bisschen Infos bekommt. Und mehr als hier um dieses blöde Haus rumrennen tue ich im Moment nicht, aber das ist in Ordnung. So, ich brauche nämlich wieder Holz. So, Aufnahme läuft gerade mal seit 20 Minuten, so viel ist es noch gar nicht. Und ich Idiot habe natürlich nicht nachgepflanzt.
ein Held, wie er im Buche steht. Meine Güte. So, 1, 2, 3. So, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und jetzt heißt es warten. Naja gut, dann kann ich jetzt doch nicht nachbauen, was soll's. So, einen Platz für einen Eingang habe ich auch noch nicht. Ich denke mal, ich werde den hier irgendwie ransetzen. Hier an die Stelle oder... Hier an der Seite ist aber auch doof. Hier könnte man den reinbauen, den Eingang. Hier. Ich glaube, hier ist besser. So. Bei der Gelegenheit könnte ich mir eigentlich mal... Wenn ich genug Eisen dabei habe... Wieso habe ich eigentlich gar kein Eisen? Alle schon wieder verbraten, meine Güte. Na gut, dann lasse ich das. So. Bin ich eh gleich wieder hin? Kann ich auch hier einfach weiterbauen. So. Ah, ich will immer zu irgendwie zu einer Werkbank laufen, aber die habe ich ja nun immer dabei. So. Ja, brauche ja nur eine. Erstmal so. Das kann man dann immer noch schön machen. So. Sieht das gut aus oder sieht das nicht gut aus? Doch, ich glaube, das geht so. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ja, vielleicht finde ich jetzt auf die Schnelle irgendwo ein bisschen Eisen. Oha, jetzt leckt es aber doch so ein bisschen. Ne? Ich mach das mal an da oben. Ja, immer wenn er unter 30 FPS kommt, fängt das dann stark an zu ruckeln. Da ist aber überall kein Eisen, ne? Ja, jetzt geht's gleich mit dem Schaden wieder los. Kohle. Auch nur Kohle. Alles nur... Ach, das ist doch doof. Naja, ist auch nur. Ja, also wie gesagt, so ein paar Bugs hat das Spiel dann noch, aber das ist noch echt zu verschmerzen. Da ist Eisen. So. Eisen, 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 Pupeisen. War's das schon oder was? Naja, gut. So. Ah, da muss man dann nicht nach Hause laufen, da geht das dann auch so. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das von der Zeit her noch hinkommt. Dann mache ich mir nicht eben noch schnell ein Trinkgefäß dann. Ach scheiße, ich brauche auch noch Sand.
Ah, das. Das wird wieder Sand, 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 Sand. Da hinten war doch irgendwo Sand. Verdammt, zwei. Shit! Wo war das denn jetzt? Ah, hier irgendwo. Da 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 da. War das hier? War das da? Da, in die Richtung war das hier. Oh, denn der Scheiß ist wieder aus hier. So. Da sind meine Knochen. Zack. Und schon habe ich alles wieder. Schnell das Eisen hier holen. So, da gibt es auch giftiges Wasser. Soll man nicht reinlaufen, da gibt es Schaden. Da ist irgendwo eine Ratte gestorben. Na. Aber Sand habe ich immer noch keinen gefunden. Ja, also man sieht, die Welten sind leider tatsächlich relativ leer, relativ langweilig. Es ist halt leider einfach so. Und wenn man dann weit läuft und der Rechner irgendwas tut im Hintergrund, also es flackert hier so ein bisschen hin und her, ist halt eben, man sieht es ja oben in der Ecke, die Versionsnummer, es ist halt eine sehr geringe Versionsnummer. Und das war bei Minecraft damals auch nicht viel anders, von der Leistung her, von der Qualität her. Nur warum es hier kein... Da hinten ist Sand. Ich wollte gerade sagen, warum es hier kein Sand gibt, wundert mich dann schon. Weil da ist noch mehr Sand. So... Nein, das hier ist kein Diamant. Ich nehme es trotzdem mal mit. So. War das Kupfer, glaube ich. Nein. Warum auch immer man es gebrauchen könnte für irgendwas, ist es bestimmt zu gebrauchen. Ich mache jetzt hier erstmal schön ein bisschen leer. Sand brauche ich für mehrere Sachen, natürlich für Glas und eben auch für die Trinkbecher oder für die Trinkgläser. Von daher nehme ich hier einfach mal ein bisschen mit. Je nachdem, was zuerst zu Ende ist, entweder die Schaufel oder das Sandvorkommen hier, ist es dann auch in Ordnung. So. Aber auch gleich wieder bei einer halben Stunde. Ich werde diese Folge hier wohl auch nochmal so um die 40 Minuten halten, einfach um zu gucken. Ich habe ja einmal eine Minecraft-Folge 40 Minuten gehabt. Na ja, ran. Diese eine Minecraft-Folge mit 40 Minuten, die hat am Ende sehr stark geleckt. Ich bin mal gespannt, wie das hier mit meinem Test aussieht, ob das da genauso leckt. Bedeutet natürlich auch, diese Folge hier, wenn die jetzt da ist, es wird wahrscheinlich... Dienstagnachmittag, Dienstagabend, irgendwie sowas in dem Dreh sein. Also ich denke mal, trotzdem das reicht. Weil hochladen, rendern und hast du nicht gesehen, es dauert natürlich alles wieder 100 Jahre. So, ich brauche einen Eimer. Zack. Und mit dem Eimer, wie ging das noch? Stock brauche ich. War das so? Ich glaube, das war so. Nee. War das überhaupt mit dem Stock? So? Nein. Ich
weiß leider nicht mehr, wie die Küchenspüle ging. Schau das mal eben nach. Ja, komm Firefox, heute noch, danke. So, wie ist das Ding noch? Kitchen Sink, genau. Ach, ich bin auch ein Idiot. So, einen Eimer brauchen wir nämlich nicht. Da oben kommt's auch weg. Oh, jetzt habe ich natürlich alles verbraten irgendwie für den. Ja, ich bräuchte nämlich zwei Eisen. Hier ist natürlich auch nirgendwo mehr Eisen jetzt. Das war wieder klar. Ich habe auch keine Lust, irgendwelchen Monstern zu begegnen, weil die sind leider, abgesehen davon, dass sie ziemlich verbuggt sind, auch ziemlich fies. Das dauert dann ein, zwei Sekunden und dann ist man nämlich schon hin. Und das finde ich nur nicht so geil, weil ich dann jetzt erst wieder meinen ganzen Kram holen müsste und hin und her laufen müsste. Deswegen hoffe ich, dass hier irgendwo einfach nur ein bisschen Eisen ist. Da nicht. Ist jetzt im Video wahrscheinlich wieder ziemlich dunkel. Gucken wir, ob ich das in der Nachbearbeitung ein bisschen heller drehe einfach. Ich glaube, da ist Eisen gewesen. Das Eisen. Eisen, Eisen. Ach, ich hatte noch dieses andere Zeug. Ich glaube, da konnte man. Da. Ich glaube, mit diesem anderen Zeug kommt man da auch irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was man damit machen kann. Also schmelzen. Bekommt man die Dinger hier? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das geht? Nein, das geht nicht. Okay. Kann man da denn sonst irgendwas mitmachen? Also wie gesagt, es ist für mich komplettes Neuland. Aber der Browser ist ja auf im Hintergrund, also von daher kann ich mal ganz schnell nachgucken, was kann man mit dem Zeug denn machen. Crafting, Crafting, Useful Crafts. Terrarium-Block, naja, wozu auch immer. Also das Ding kommt auf jeden Fall von einem Mod. Man kann es einschmelzen. Was ist das? Ein Bronze machen. Gut, aber keine Eisen. Na super. Hab ich verkackt. Also da kann man nichts mitmachen und für Küchenspüle brauche ich auf jeden Fall ein Eisen mehr. Jetzt habe ich aber einen Eimer und jetzt kann ich mir, glaube ich, auch mit Trinkgläsern mit dem Wassereimer das auffüllen. Eben Wasser holen. So. Zack. Ne, hier muss man ja schlagen, genau. So. Boing, boing, boing. Und jetzt kann man es, glaube ich, wenn man einen reintut und ein Trinkglas dazu tut, bekommt man ein volles, genau. So, der Eimer ist dann wieder leer. Das Inventar ist voll. So. Das kann man nämlich jetzt essen und trinken.
Und schon ist er wieder voll. Und das Glas, das kommt dann wieder zu den leeren Gläsern zurück. Kann damit auch sonst nichts machen anscheinend. Man kann ihn nicht platzieren. Ah ja, ich wollte ja die Glasscheiben mal machen eben. So. Man kann auch solche machen hier. Also Slabs aus Glas geht auch. Hallo Minecraft-Leute, ihr wolltet Slabs aus Glas, spielt meinen Test. So. Also wie gesagt, es gibt sehr viele Blöcke, die es in Minecraft nicht gibt und vieles davon kommt durch Mods, aber vieles ist eben auch im Spiel schon direkt drin. So. Und da es eben sehr transparent ist, was das angeht, sieht man nicht unbedingt, wenn es jetzt von einem Mod kommt, weil halt, ja, sie sich sehr gut integrieren, die Mods. So. Weil es eben schon eine fertige Modding-API gibt, man braucht sich da auch nichts zu kümmern, die sind kompatibel. Erstellt werden die Mods mit Lua, das ist nur eine Skriptsprache. Soweit ich das gesehen habe, auch relativ einfach als Sprache an sich. Habe ich bisher noch nichts mit zu tun gehabt, aber scheint nur nicht so kompliziert zu sein. Und die API, die hat eben definierte Schnittstellen und es klappt wohl alles ganz gut. Und ja, werde ich wahrscheinlich irgendwann auch mal in irgendeiner Art und Weise für irgendwas einen Mod erstellen. Ich habe mir weil es anscheinend nicht implementiert ist, erstellt, ist quasi ein Einzeiler, dass ich von den Bäumen die Blöcke zu Kohle schmelzen kann. Das ist so das Einzige, was irgendwie nicht drin ist, was mir gefehlt hat. Und wie gesagt, es ist sehr einfach gehalten. Kann man eigentlich die Türen drehen? Tatsache. Ja. Schön. Schön, schön, schön. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Gut zu wissen. So. Zack. Jetzt habe ich natürlich den Satz mittendrin abgebrochen, aber das ist halt so. Und das reicht doch sowieso nicht. Jetzt werde ich hier drin mich mal ein bisschen drum kümmern, dass es dann... dass es dann vernünftig aussieht, die Ratten können weg. Ja. So, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Wer sich an mein Einstiegshäuschen in Minecraft erinnert, vom Design her war das da ja ähnlich. Hier ist es natürlich so, dass... naja gut, so geil sieht es auch nicht aus. Kann man hier denn? So. So, geht doch. Ja, hier ist natürlich so, dass man da so ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, was das Design angeht. Man muss hier jetzt keine vollen Blöcke nehmen. Man kann eben auch die Slabs nehmen, sich die zurechtdrehen. Und natürlich kann man sich dann auch die... diese kleinen Quader hier nehmen und... ja, das ist so die einzige Sache, man muss sich noch ein bisschen dran gewöhnen, beziehungsweise ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Das ist halt alles unten, so. Ich glaube aber, die kann man... oder kann man die mit den verschiedenen... ja, so wäre natürlich optimal, ne? Aber man kann die nur an sich drehen. Die Textur kann man leider nicht drehen. Schade. Das wäre natürlich dann hier optimal zum Abschluss gewesen, aber ich glaube, dann nehme ich die wieder weg. So geil ist es dann auch nicht. Bleibt das hier offen. So. Ja, hier kommt dann noch die Decke drüber. Ist das hier oben dann auch zu? Da ist das eine doppelte Decke. Da habe ich einmal hier als Decke irgendwie Holz und oben drüber kann ich da als Boden dann was anderes nehmen. Das ist ganz schön und da geht's dann weiter. Ist ja auch so der Plan. Ja, hat er gesagt, hier oben geht's dann irgendwie hoch mit den Dingern. Und hier diese Unterkante hier, das Holz,
da setzt quasi dieses Holz dann drauf auf. Und da geht's dann weiter hoch. Oder ich guck mal, dass ich das so ein bisschen eingedrückt mache. Und man kann auch mit den Slabs, wenn man die sich dreht. Noch anderen Modus nehmen. Na. So. Wenn man die sich dreht jetzt, dann sitzen die hinten. Wäre natürlich auch eine Idee, die Slabs als Wand zu nehmen oben, weil die dann auch so ein bisschen nicht direkt hier bündig sind, sondern so ein bisschen drin sind. So. Gerade doch mal testen. Ach, das geht. Ja, von innen ist es halt eine kleine Fensterbank. Von außen stehen die aber über, ne? Ja, oder? Ja, von außen stehen die über. Ist nicht so ganz geil. Aber man konnte doch, wenn ich das richtig gesehen habe, sich auch ganz dünne Holzplättchen machen. Na komm. Habe ich jetzt wirklich das Holz vernichtet? Ach, das ist doch doof. Ja. Egal, Slabs brauche ich eh keine mehr. Ach, kann drin bleiben. So. Genau, ich komme mal nämlich so ganz dünne Holz. Ich glaube, die hier sind das. Ah, das kann man da eigentlich, nee. Die ganz dünnen Holzdinger. Ich mir die jetzt nach hinten drehe. Ach, das geht ja nicht, weil das ein Block ist. Ah, verdammt, stimmt. Ja, schön, jetzt habe ich ganz dünne Holzplättchen. Die kann ich aber, glaube ich, innen ganz gut verwenden. Das sieht nämlich, glaube ich, fast noch besser aus als mit den... Was mache ich denn da? Sieht, glaube ich, fast noch besser aus als mit den Slabs. Ich mache das mit den Dingern. Ich glaube, das wird ganz hübsch. Also wie gesagt, liebe Minecraft-Spieler, das könnt ihr auch haben. Spielt mal einen Test. Zack, zack, zack. Die müssen wir noch drehen. Ja, das ist doch wunderbar. So muss das sein. Diese kleinen, dünnen Plättchen kann man sich, glaube ich, nicht selber machen. Also ein paar Sachen kann man sich selber machen. So. Kurz mal ein bisschen tricksen hier. So. Nee. Kleine Plättchen an die Wand. Da habe ich natürlich jetzt auch keinen Platz mehr für im Inventar. Das ist toll. So. Hier auch nochmal aufsammeln. Also man sieht schon, man kann das Inventar auch als Lager missbrauchen. Wo ist eigentlich meine Holzrüstung hin? So. Jetzt nehmen wir die auch noch mit hier. Oha, 45 Minuten, Freunde. 45 Minuten. Ich glaube nicht, dass sich den Scheiß hier irgendjemand noch anguckt. Falls doch, danke.
ist halt, wie gesagt, letztendlich dieses Video einfach nur mal so ein bisschen rumprobieren, ein bisschen testen, ob das mit der Aufnahme klappt, wie das mit der Aufnahme klappt, wie das mit den mit dem Rendern ist, also quasi wie damals mein erster Minecraft-Test. Das hier quasi mein erster Mine-Test-Test. So. Ach ja, noch was, achtet mal auf die Zahl hier unten. Man kriegt die einfach so wieder. Liebe Minecraft-Spieler, ich will es ja nicht sagen, aber na, wisst ihr Bescheid. So. Ach. Ja. Also, das ist eben eine reine Gewöhnungssache. Die Hotbar ist eben an der anderen Seite. Und das wollte ich eigentlich doch auch noch mitnehmen hier. War das echt nur eine? Ah, ich mache mir mal kleine Würfelchen. Hier machen wir auch mal kleine Würfelchen draus. So. Ja, so. Da kommt Slabs dann draus und da kommen dann ganze Blöcke wieder draus. Jo, der bleibt da oben. So, Input. Ich brauche kleine Nipselchen. Alle. Und zack. Na? Ja, das ist dann quasi so das, was überbleibt. Da kann man sich dann noch andere Sachen draus machen. Unter anderem auch wohl sehr, sehr stylische Treppen. Ich nehme da einfach mal welche mit. Ich gucke mir die mal an, wie das aussieht. So. Einfach nur mal so zum Schauen. Ach. Nee, so nicht. So auch nicht, so auch nicht. So auch nicht. So auch nicht, so auch nicht. Na? Ah, so. Ja, doch. So freischwebende Treppe. Da könnte man doch jetzt hier an der Seite... Können wir doch jetzt hier... Ja, da geht der Hunger wieder los. Oha, und das Wasser. Scheiße, ich glaube, ich werde sterben. Meine Durstanzeige, wenn die weg ist, irgendwann ist man dann einfach tot. Ich hoffe, das reicht noch. So, na. Ganz ruhig, keinen Fehler machen, dann passt das schon. So. Gut. Ja, wenn ich dann irgendwann noch ein weiteres Stückchen Eisen habe, baue ich mir eine Küchenspüle und da kommt dann alles rein. Man kann sich auch Küchenschränke und sowas bauen und es ist alles ganz cool. So, aber was ich nun ausprobieren wollte... Diesen Blöcken hier. Ja, einmal hochstellen. So. 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 Ja, man muss immer so ein bisschen rumprobieren, bis das Ding dann vernünftig aufgestellt werden kann. So. Ich glaube ja, so scheiße ist das gar nicht hier mit dem... Da ein zu hoch oder was? Ach, da ist doch blöd. Ne, der ist ein zu tief, ne? Ich glaube, der ist ein zu... Na. Ich glaube, der war ein zu tief hier. Machen wir das hier weg. Das jetzt hier
Genau, der war nämlich allzu tief. Ja, da hat man hier nämlich eine schöne freischwebende Treppe. Na, hier müsste jetzt noch einer ran. Von diesem kleinen... Ach nee, es ging ja nicht. Das ist ja derselbe Block. Aber es gab die doch auch in seitlich, ne? Genau, so gab es sie nämlich auch. So. Ja, ein bisschen drehen. Also das mit dem Drehen habe ich leider noch nicht so ganz raus, wie das da am sinnvollsten funktioniert. Aber da war es ja dann fast gerade. Oh, nur an der anderen Seite, ne? Ach, das... Ring top in front, then rotate it. Na, hä? Passt doch alles die Beschreibung auch wieder nicht. Das ist doch kacke, sowas. Na, da ist der Schraubenzieher dann hin. Schraubendreher. Schraubendreher, 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 Schraubendreher. So. So, bring top in front, then rotate it. So oder was? Diese Beschreibung, die passt doch da gar nicht zu. Und jetzt an die Seite. Das ist doch da an der Blockseite, genau. Change rotation, don't change axis. Okay, then rotate it, nein. Das von hier drehen oder was? Das war aber eine schwere Geburt jetzt hier. So. Da müsste dasselbe nochmal rein. Habe ich natürlich jetzt keinen mehr von. So. Ja, auf Anhieb, auch gut. Jetzt kann man nämlich hier einfach noch oben drauf setzen. Ja, fast. So. Ja, das ist doch hübsch. Kann man hier natürlich noch sagen. An der Stelle, wenn man sich den hier aufstellt. So. Und dann hier quasi den nächsten dran und dann baut man sich hier wirklich so eine Treppe, die so ein bisschen am Schweben ist. Liebe Minecraft-Spieler, wisst ihr Bescheid, ne? So, und ich mache jetzt hier mal eben noch zu und dann machen wir auch Feierabend. Zack, zack, zack. Zack. Zack, zack, zack. Nom, nom, nom. So. Also, erste Folge mein Test. Ich hoffe, mein Test läuft bei mir auf diesem Kanal genauso gut wie Minecraft lief. Hatte natürlich, weil es am beliebtesten ist als Spiel, die meisten Aufrufe gehabt. Von daher gehe ich mal davon aus, dass es ganz gut angekommen ist.
Ob die Treppe hier so bleibt, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich werde ich das Ganze noch mal ein bisschen versetzen. Oder ich mache hier einfach dann zu oder so. Mal schauen. Werd auf jeden Fall dann demnächst noch mal ein bisschen weiterbauen. Wir liegen jetzt übrigens bei 56 Minuten. Das bedeutet, ja, diese Folge hier, ich prognostiziere jetzt einfach mal, der späte Dienstagnachmittag, ich war gerade ganz kurz abgelenkt von was, der späte Dienstagnachmittag wird wohl der Zeitpunkt sein, wo diese Folge jetzt veröffentlicht wird. Ich danke auf jeden Fall allen, die bisher ausgehalten haben fürs Zuschauen, alle, die hergeskippt haben auch, und verabschiede mich für diese Woche. Mit meinem Test geht es nächste Woche Montag weiter. Astromanis kommt ganz regulär, wahrscheinlich die letzte Folge dann, weil ich durch bin, am Samstag. Und bis dahin sage ich erstmal auf Wiedersehen und tschö!